Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute zum Thema Kraft. In der eigenen, in der inneren Mitte kann Power entstehen. Dabei ist der Begriff auf der einen Seite so zu verstehen, dass wir sagen, in Mitte, klar, Körpermitte, das heißt Bereich Bauch und Rücken, aber auch die innere Mitte, das, was uns ausgleicht oder wo wir sagen, wir fühlen uns in unserer Mitte, dann fühlen wir uns ausgeglichen und in Balance. Um beides kümmern wir uns heute. Das heißt, wir haben einmal natürlich die geistige Komponente und zum anderen kümmern wir uns sehr stark um die Körpermitte und lassen von dort natürlich auch etwas Feuer, etwas Power entstehen. Ich freue mich, dass du dabei bist und lass uns starten. Komm in einem Sitz an, der gerade für dich passt. Wir beginnen kurz mit einem Bild, ja, diese Einheit, und dann gehen wir auch schon in die Bewegung über. Ja, roll deine Schultern noch heute wieder ein bisschen zurück. Schau, dass du aufrecht sitzt, dass du dich wohlfühlst. Und du darfst auch ruhig so aufrecht sitzen, dass deine Brust weit sein kann, dass dein Oberkörper lang und gerade sein kann und dass deine Kopfkrone wirklich nach oben schaut. Du darfst das. Du darfst aus deiner Kartoffelsackhaltung einmal rauskommen. Und dann, wenn du magst, schließ für einen Augenblick deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und atme durch den Mund wieder aus. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Noch zweimal ein und aus. Nochmal ein und aus. Dann schließ den Mund wieder, atme in deinem Rhythmus und werde gegenüber dir selber, deinem Körper, diesem Augenblick im Hier und Jetzt einfach ganz präsent. Bist wirklich da in diesem Moment hier auf deiner Matte. Und so stell dir einmal vor, wie in dir, in deiner Mitte, eine kleine Flamme, ein kleines Feuer lodert. Und die Flamme, die kann jetzt ganz, ganz groß sein. Du kannst dir groß vorstellen, du kannst sie klein vorstellen. Nimm so den ersten Impuls davon, wie du dir eine Flamme vorstellst. Ohne daran gerade, ja, was verändern zu wollen. Nimm den ersten Impuls. Wenn du so ein Bild deiner Flamme vor Augen hast, dann stell dir mal vor, was passiert, wenn wir sie ganz groß werden lassen. Richtig, richtig groß. Und wir benutzen mal das negativ besetzte Wort, wie es ist, wenn wir die Flamme verheizen. Wenn wir so schnell auf Vollgas geben. Vielleicht sackt sie dann nach kurzer Zeit zusammen. Hat keine Kraft mehr, so groß zu brennen. Sackt zusammen, wird wieder ganz klein oder geht gar aus. Aber was passiert, wenn wir die Flamme ganz klein einstellen? Ganz, ganz klein. Bekommen wir noch was von ihrer Wärme mit? Von ihrer Kraft, von ihrer eigentlichen Strahlkraft. Wie wäre es, wenn du dir für deine Flamme heute, für diese innere Kraft, deine innere Flamme, eine Größe aussuchst, die du gut halten kannst, die mit den Atemzügen angenehm so befeuert wird? Gleichmäßig, dass sie auch gleichmäßig groß bleibt. Atmest gleichmäßig ein, gleichmäßig aus. Sie bleibt auf der gleichen Größe. Gerade richtig, dass du was von ihrer Strahlkraft und von ihrer Wärme mitbekommst.
so, dass sie nachhaltig ist. Und dann behalte die Flamme auf diesem Level, bleibe bei deiner Atmung. Bald verstoppen, mach lieber eine Pause. Und dann öffne langsam deine Augen und komm in einen Vierfüßerstand auf deine Matte. Komm mit den Händen unter die Schultern, mit den Knien unter die Hüfte und zieh den Bauch aber so ein bisschen ein. Deine Atmung bleibt wie gerade ganz ausgeglichen, ganz gleichmäßig. Dann zieh dein rechtes Bein nach hinten lang heraus, die Ferse schiebt zurück, ganz lang in Verlängerung der Wirbelsäule. Und wenn das passt, heb langsam den linken Arm nach vorne dazu. Dein Blick bleibt auf einem Fokuspunkt am Boden oder auch etwas vor dir. Und so bleibst du ganz kraftvoll in deiner Körpermitte und du schaffst noch mehr Länge und noch mehr Weite von den Fingerspitzen zur Ferse raus. Ganz kraftvoll nochmal halten. Dann lass langsam die Hand runter, das Knie runter und wechsel die Seite. Schieb dein linkes Bein lang heraus, die Ferse zurück. Und wenn es passt, heb den rechten Arm lang nach vorne. So ziehst du dich von den Fingerspitzen zur Ferse ganz lang. Spür, wie deine Kraft in der Mitte hier Stabilität bringt. Lass langsam deinen Arm und dein Knie wieder sinken. Stülp hinten deine Zehen direkt um und deine Hände bleiben unter deinen Schultern. Zieh deinen Bauchnabel etwas ein und versuche die Knie etwas abzuheben. Du baust ganz viel Kraft in deiner Mitte auf. Deine Wirbelsäule bleibt ganz lang. Du spürst die Körpermitte. Du spürst die Kraft in deinen Armen, die Kraft in deinen Schultern. In deinen Oberschenkel schieb den Po ruhig richtig raus nochmal. Nochmal einen Atemzug bleiben. Und dann langsam Knie wieder runterlassen. Komm mit den Händen etwas vor den Schultern an und schieb dein Gesäß nach hinten. Zehen bleiben umgestülpt. Wir gehen in herabschauenden Hund. Heb die Knie, heb das Gesäß nach hinten und oben und komm dort einmal an. Beug die Knie als Anfänger, streck die Beine als Fortgeschrittener. Wichtig ist nur, dass die Wirbelsäule ganz lange bleibt. Atme nochmal tief ein und aus. Dann langsam komm in eine Liegestützposition nach vorne. Bleibe dort. Halte den Bauch wieder fest. Bleib auch gut geerdet mit den Händen. Wenn es passt, dann langsam stell den rechten Fuß mal nach außen auf, runter von der Matte. Und wieder nach innen. Einatmen links nach außen. Ausatmen wieder nach innen. Einatmen nach außen. Ausatmen nach innen. Nochmal ein nach außen. Aus nach innen. Jede Seite noch einmal. Rechts raus. Und rein. Links raus. Und rein. Dann langsam kommen herabschauenden Hund wieder zurück. Schieb die Ohren zwischen die Oberarme, halte den Rücken einmal lang. Nochmal halten und lass dich in die Liegestützposition wieder nach vorne. Leg dich mit festem Bauch, gerne auch die Knie zuerst herab zum Boden. Die Hände bleiben etwas hinter der Schulter, roll dich in die Cobra auf, Schultern zurück, rollen Ellenbogen hinten. Und komm in herabschauenden Hund wieder zurück, Gesäß nach hinten und dann nach oben herausheben. Nochmal einatmen. Und ausatmen. Heb dein rechtes Bein nach hinten und oben. Ausatmen, rechter Ellenbogen zum rechten, andersrum rechtes Knie zum rechten Ellenbogen. Einatmen nach hinten und oben. Ausatmen, Knie zum linken Ellenbogen. Fester Bauch. Einatmen nach hinten und oben. Ausatmen in die Mitte. Dann langsam stell den rechten Fuß vorne auf und lass dein linkes Knie herunter. Wenn du dort bist, richte dich nach oben einmal auf und leg die Hände aneinander. In diesem Ausfallschritt lass die Hüfte nochmal nach vorne sinken
Und wenn es passt, entweder du bleibst zu oder du drehst mit dem linken Ellenbogen zum rechten Knie und drehst dich weit nach hinten, zuerst nach rechts zur Seite und dann so gut es geht nach hinten. Die Hüfte versuchst du immer wieder loszulassen und die Drehung aus der Wirbelsäule zu holen. Das heißt, die Hände drücken etwas aufeinander, Ellenbogen sind auseinander, rechts und links. Nochmal ein Atemzug. Und führe die Arme über den Kopf nach oben und lass sie wieder nach unten zum Boden kommen. Stülp hinten deine Zehe um, komm in Liegestütz zurück. Lass dich mit festem Bauch heruntersinken zum Boden. Hände etwas hinter der Schulter, Ellenbogen hinten, Kobra aufrollen, Rücken fest. Und ausatmen, herabschauen, Hund wieder zurück. Noch einatmen und ausatmen. Mit dem Einatmen hebt dein linkes Bein. Ausatmen, linkes Knie zum linken Ellenbogen nach vorne, fester Bauch. Einatmen nach hinten und oben. Ausatmen, Knie zum rechten Ellenbogen. Einatmen nach hinten raus. Ausatmen in die Mitte nach vorne. Und dann langsam linken Fuß aufstellen, rechtes Knie runterlassen. Wenn es passt, taucht nach vorne und oben wieder auf. Leg die Hände aneinander, finde deine Stabilität und auch einen großen Abstand zwischen dem Fuß und dem Knie. Wenn es passt, dann rechten Ellenbogen zum linken Knie führen. Hände liegen aneinander, du drehst erst nach links und dann nach links und hinten. Und drehst aus dem Rücken, so weit wie es geht. Deine Brust bleibt immer weit. Ziele mit dem Brustbein so ein bisschen in Richtung Daumen. Nochmal halten. Ein Atemzug. Dann langsam die Arme wieder nach oben führen und wieder nach unten sinken lassen. Komm in die Liegestützposition zurück und lass dich absinken. Fester Bauch. Einatmen, Kobra, Hochbrust weit. Und ausatmen, herabschauen und wieder zurück. Ein und aus. Dann lass dich langsam wieder in der Liegestützposition nach vorne und halte dich dort. Hol dir deinen linken Fuß mal nach vorn und dann irgendwo in der Mitte zwischen Hand und Fuß hinten drehst du den Fuß 90 Grad auf. Die rechte Hand bleibt gut unter der rechten Schulter. Dreh hinten rechts deinen Fuß auf die Außenkante und du merkst, wie die linke Hand abheben möchte. Und du hebst den Arm wirklich nach oben über den Kopf. Beide Arme kommen so etwa übereinander heraus und du merkst, wie deine Mitte hier an der Unterseite richtig fest werden muss. Halte nochmal, nimm den Fuß vorne zur Hilfe, du stehst gut. Noch ein Atemzug. Dann langsam die linke Hand wieder runterlassen, links zurücksitzen, Liegestütz und zur anderen Seite gehen. Rechts mal nach vorne holen. Dann 90 Grad aufdrehen, hinten links auf die Außenkante und den rechten Arm wieder hochdrehen. Finde die Position so, dass du wirklich dich gut nach oben rausdrücken kannst, dass deine Mitte schön arbeiten darf. Nochmal einen Atemzug. Und langsam wieder runterlassen. Komm in Liegestütz zurück. Lass dich durch das Vinyasa nach unten fließen und bleibe dort. Einmal den Kopf mit ablegen, die Arme nach hinten runterlegen entlang des Körpers. Wenn der nächste Einatmen kommt, hebe den Kopf, hebe die Arme, hebe die Beine. Und mit dem Ausatmen lässt du dich wieder sinken. Mit dem Einatmen nach oben heben, Zehen ziehen zurück. Mit dem Ausatmen sinken lassen. Spür mit jedem Abheben, wie der Po fest wird, wie die Rückseite komplett fest wird und wieder sinken lassen. Einatmen nach oben, ausatmen nach unten. Einatmen hoch, ausatmen runter. Noch zwei, dreimal nach oben und wieder runter. Einmal maximal hoch
Und dann wieder sinken lassen. Und kurz ablegen. Dann hol dir langsam deinen rechten Arm nach vorne und leg ihn 90 Grad Winkel oder parallel zur Mattenkante einmal auf. Mach ihn nicht zu weit weg, dass du mit der Brust unten bleiben musst, sondern so, dass du dich aufstützen magst nach oben. Wenn es passt, hol hinten links dein Bein nach vorne, dein Fuß nach vorne und greif dir den Fuß mit der linken Hand. Nun merkst du schon, dass der Rücken arbeiten muss. Ja, passiert was. Spann den Po bewusst an und drück mal den Fuß in die Hand. So ziehst du dich nochmal auf und wirst weit in der Brust, heb den Blick und lass wirklich die Brust auch nach vorne weit werden, ganz bewusst. Nochmal richtig hinten in die Hand drücken, roll dich auf. Spann den Po nochmal an. Noch einmal. Langsam lass hinunter, leg den Kopf gerne kurz ganz auf. Wenn du Spannungen merkst, schüttelst du kurz durch, lockerst dich. Und dann gehen wir zur anderen Seite. Linken Arm wieder so hinlegen, dass parallel zur Mattenkante und dass die Brust sich erhebt. Rechtes Bein anwinkeln, rechte Hand geht zum Fuß. Und dann, wenn es passt, drückst du den Fuß in die Hand. Lass dich noch weiter nach oben ziehen. Der Rücken rundet richtig durch. Spann den Po bewusst an. Hol den Kopf bewusst hoch. Nochmal halten. Lass die Schulter dehnen rechts. Noch ein Atemzug. Dann langsam wieder loslassen und ablegen. Auch wieder lockern, falls nötig. Hol langsam die Hände wieder hinter die Schultern etwas zurück. Füße wieder zusammen. Roll dich in eine Cobra auf, die Rückseite fest und komm in herabschauenden Hund wieder zurück. Einmal nach oben heraus. Erde dich wieder richtig gut. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Dann schieb dich in eine Liegestützposition nach vorne. Bleib hier und lass dich in einen Unterarmstütz herunter. Hier kannst du auch die Knie ablegen. Beides geht genauso gut. Der Bauch bleibt richtig fest. Wir bleiben in unserem Kraftzentrum, in unserer Körpermitte. Wenn das alles gut passt, versuch mal, dich nach links zu drehen, auf den linken Unterarm, auf den linken Fuß auf die Außenkante, rechts in die Innenkante. Und den rechten Arm mal nach oben zu heben und in so einen Seitstütz zu kommen auf dem Unterarm. Bleib mit dem Blick auf einen Fokuspunkt und halte die Mitte richtig fest. Dann langsam rechts wieder runterlassen, Planke. Und wenn du bereit bist, roll dich auf die rechte Seite. Wieder Fokuspunkt wählen und den Arm nach oben langsam heben. Den Blick kannst du, wenn du stabil bist, natürlich komplett mitnehmen. Nochmal richtig, richtig fest in der Mitte. Dann langsam wieder runterlassen, Unterarmstütz halten, nochmal 3, 2, 1 und runterlassen. Spannung einmal rauslassen, dort wo du sie gerade drin hast und dann zieh die Hände wieder hinter die Schulter zurück, roll dich in den Cobra auf und den herabschauenden Hund wieder zurückkommen. Einmal erden und durchatmen. Langsam geh mit den Füßen nach vorne in unsere Vorbeuge rein. Komm Step by Step dort an. Wenn wir dort sind, setzen wir uns langsam nach hinten und unten einmal runter. Erden unsere Sitzhöcker gut am Boden. Gerne das Sitzfleisch ein bisschen nochmal zur Seite. Greif rechts und links in deine Kniekehlen und schau, dass du dich nach hinten legst. Während du dich nach hinten legst, werden die Arme schon lange und dann beine dich dann nicht und heb die Füße ab. Die Zehen klappen zu mir nach vorn. Deine Mitte ist fest und deine Brust bleibt richtig weit.
Dann löst du die Hände einmal heraus an die Seiten und tippst wechselseitig rechts zum Boden, links zum Boden. Rechts zum Boden, links zum Boden. Und wir bleiben fest. Rechts zum Boden, links zum Boden. Bleib fest. Nochmal ein paar. Nochmal. Du bleibst in deinem Kraftzentrum. Du bleibst in der Brust weit. Nochmal. Nochmal. Drei. Zwei. Eins. Und greifen wir in die Knie und runterlassen. Leg dich für einen Augenblick drüber. Und lass es kurz locker sein, gerade über den Bauch oder auch so an dem Bereich Hüftbeuger, wo so in die Beine übergehen. Ha. Dann gehen wir dort nochmal hin, einmal in die Kraft rein. Greif in die Kniekehle, Arme wieder lang, Brust weit und wieder hochheben. Nochmal ganz weit und lang. Wenn die Füße gut unter Spannung sind, Hände lösen. Und mal versuchen nach oben, rechts und links. Heben und heben und heben und heben. Auch nochmal ein paar Mal, wenn es nicht geht, jederzeit in die Kniekehlen und halte. Nochmal drei, nochmal zwei, nochmal eins. Und greifen und locker lassen. Gut. Nochmal locker lassen. Und dann langsam nimm dir nach hinten etwas Platz und roll dich dort hinunter. Wenn wir dort sind, lass die Wirbelsäule einmal komplett zum Boden kommen. Wirklich gesamt ablegen und spür, wie deine Mitte lang ist. Aber auch hier, wie wir Kraft aufbauen können, gerade wenn wir die Wirbelsäule bewusst runterdrücken zum Boden, wenn wir den Bauch so ein bisschen anspannen. Und dann gehen wir genau dorthin. Wir heben die Beine, Knie über die Hüfte, rechts und links. Und wenn du jetzt magst, kannst du sie auch noch ein bisschen länger machen. Macht einfach insgesamt noch mal ein bisschen anspruchsvoll. Leg die Arme an den Seiten ab, Handflächen am besten zum Boden. Und dann dreh ein paar Mal nach außen. Mit dem Einatmen zurück zur Mitte. Ausatmen zur anderen Seite. Einatmen zur Mitte, die Hände tragen dich. Ausatmen nach außen. Einatmen zur Mitte. Ausatmen raus. Ein Mitte. Und wieder raus. Ein Mitte. Und nochmal. Und zurück. Und raus. Und zurück. Nochmal raus. Und zurück. Noch zu jeder Seite einmal. Und nochmal. Dann langsam umfasse deine Beine. Lass das mal locker, zieh sie nochmal an. Und von hier aus streck dich einmal lange, lange aus. Die Beine lang in die Ecken der Matte, die Hände an die Seiten. Lass locker, wenn du danach isst. Streck die Arme auch nochmal lang und bring die ganze Rückseite unter Spannung. Und dann kommen wir für ein paar Atemzüge einfach in dieser Rückenlage an. Spür in den Körper einmal nach, in die Energie auch in deinem Körper. Und spür die Flamme nochmal. Schau, ob die Flamme noch in der Größe ist, wie du sie haben möchtest. Sie verheizt ist, zu groß, zu schnell wurde oder ob sie zu klein ist, ob du noch ein bisschen mehr Power gehabt hättest. Dann nimm einen tiefen Atemzug und hol dich komplett in die Rückenlage hier auf dem Boden. Komplett da bist, sag dir ein paar Mal die Worte: Ich kann in mir alle Kraft und alle Fülle schöpfen. Ich kann aus mir alle Kraft und alle Fülle schöpfen.
den Gedanken nachwirken, einfach nur wirken, nicht denken, wirken lassen auf deine Gefühlswelt, auf jede Zelle. Und dann behalte den Gedanken, dass alle Kraft und alle Fülle aus dir selbst kommen kann und darf. Komm vollständig zurück. Mach dich bereit, wieder in den Tag zu gehen. Und bewege dich langsam wieder in den Füßen, in den Zehen, in den Händen, in den Fingern. Langsam im ganzen Körper einmal durchlockern, einmal regeln. Wenn du dich ein bisschen bewegt hast, greif dir ein Knie und komm nach oben wieder zum Sitzen heraus. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute mitgemacht hast, dass du heute deine Power aus deiner Mitte auch mal wirklich zugelassen hast, dass du einfach ausprobiert hast. Und über dein Feedback dazu freue ich mich sehr. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Namaste.